könnte jetzt natürlich ein Momentchen dauern. Außerdem fehlt was hier. Oh nee, oder? Doch, er fängt an. Okay, es passt. Okay. Dann schauen wir mal. Ja. So, dann. So, ein MEIO-Port. Was dieser Bursche macht, tja, wir nehmen jetzt erstmal hier mal kurz unser System auseinander. Jetzt habe ich praktisch alle Ressourcen, die wir haben, in der Hand. Jetzt schließen wir den hier an und sagen, kopiert das bitte alles hier rüber. Ne, so rum. So, dann komisch. Normalerweise müsste der. So. Ja, genau, so funktioniert das. Und dann haben wir theoretisch alles hier drüben. Sieht nur ein bisschen wenig aus, ne? Hm. Tja. Schauen wir hier wieder ins System rein. Ja, das ist jetzt das B-Wax, hat er nicht geholt. Ja, Honigtropfen nicht. Also normalerweise ist dieser Port da schlau. Und transferiert alles rüber. Tja, ich weiß jetzt nicht, warum man da bloß ein Stückchen was rüber gemacht hat. Da passt eigentlich alles. Also ich weiß nicht, was der jetzt für ein Problem hat. Nehmen wir mal das raus und schauen wir, was hier noch drin ist. Da waren anscheinend, na gut. So, theoretisch haben wir jetzt alle Bienenprodukte bei uns. Normalerweise. Ja, also normalerweise funktioniert das so. Muss man einfach in diesen IO-Port, der ja hier mit dran hängt. Ja, also der erkennt den ja hier auch, diesen Scheißkerl. Ah, umso öfter ich das. Also irgendwie. Also hier scheint nichts mehr zu gehen. 47, 400 irgendwas. Also muss man das hier ein paar Mal machen. Das heißt praktisch, diese kleinen Disks sind
So, jetzt schauen wir mal hier rein. Ja, jetzt wird ein Schuh draus. Also anscheinend sind diese kleinen Discs, diese 16K, ach ja, genau, nicht so schnell wie die 64K. Also haben diese Dinger hier auch was mit der Geschwindigkeit zu tun, ja. Und ja, jucken tut's mich jetzt nicht, ja. Auf jeden Fall hat es so geklappt, wie ich es vorhatte. Wir haben jetzt die Bienenprodukte in einem separaten Netzwerk. Ich weiß bloß nicht, ob ich damit so zufrieden bin. Weil wir hätten es ja ans andere Netzwerk mit ranmachen können. Nur, dass die Bienenprodukte hier auf diesen Disks hier gespeichert werden. Das wäre ja eigentlich auch in Ordnung gewesen. Das könnte man eigentlich noch machen. Ja, dann könnte ich das System hier unten eigentlich so lassen für diese Tomcraft-Bienen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Ja. Ja. Wir brauchen ja sowieso Energie. Dann können wir das ja eigentlich mit der MFSU machen. Dann schlagen wir das mal weg hier. Achso. Geht ja auch da draußen drum. Ja gut, im Endeffekt ist mir... Na Moment. So. Das System sollte ja eigentlich... schlau genug sein. Um zu erkennen, dass wenn ich dieses Ding jetzt hier anknuddel, so, und das mal weg, so, im Endeffekt ist es schon so okay hier. Na komm, lass mich hoch. So, na, das ist ja jetzt überflüssig hier. Na. Ja, einfach irgendwie ein bisschen Dreck über die Sache drüber. No Signal. Okay. Warum kein Signal? Verstehe ich nicht. Hier hinten sitzt ein Wireless Pointer. Also ein Wireless Fuzzi. Sollte eigentlich Zugriff haben. So. Die haben Energie. Jetzt geht's. Ah, okay. Dann passt es so. Dann werden die Bienenprodukte jetzt hier drauf gespeichert. Das ist völlig in Ordnung so. Ja, also das Konzept hier ist vielleicht ein bisschen besser. Wir haben drüben schon ein eigenes Netzwerk. Von daher tut es ja eigentlich. Dann werden wir uns noch eine Disk hier reinmachen. Und zwar mit diesen Bienchen hier. Die Wasser haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann schauen wir mal, was hier anfällt. Doctoral, Enchanted, Gida, Refined, Enchanted, okay. Dann werden wir diese Disk, ist dann nur für die Bienen zuständig. Da werden dann unsere übrigen Bienen, die wir nicht brauchen, kommen dann werden dann hier drauf gespeichert. So, die nenne ich jetzt Bienen. So.
So, das kommt dann hier rein. Sehr schön. Dann können diese Bienchen hier rein. So, dann sollte das auch hier drauf gespeichert werden. Sehr schön. Und dann können wir dieses Kistchen hier leer machen. So. Na, gut, perfekt. Das ist immer noch unsere Input-Chest. Die Tomcraft-Bienen sind auch aus. Die hier arbeitet noch fröhlich vor sich hin. Ich weiß ja nicht, wie lang noch. So, dann müssen wir. Das System hier drüben habe ich hier abgerissen. Weiß gar nicht. Ich glaube, das System hier drüben kriegt separat Strom. Ja, von hier unten. Das ist völlig in Ordnung so. Okay. Dann werden wir mal schauen, was wir jetzt machen. Jetzt müssen wir einen Weg finden. Beziehungsweise sollten wir mal. No, sag nicht, dass ich. Ich habe schon wieder Hunger, ist klar. Und das Chest Minecart. Okay, schon halt voll. Wir haben noch ein bisschen Luft. So, ich werde mal jetzt schnell was machen. Bevor mir der Zug wieder. Ach komm. Bevor mir der Zug hier um die Ohren rollt, werde ich hier so einen Buffer-Stop-Track machen. Nur, dass wir hier dem Material mal. Heilige Scheiße. Dem Material hier Herr werden. Okay, das scheint doch mehr zu sein, wie ich gedacht habe. Ja, im Endeffekt ist egal. Jetzt können wir eigentlich sagen, dass er hier alles raus emptyen soll. Dann wäre praktisch hier das Ende der Strecke. Können wir machen. Dann können wir uns einiges sparen. Dann machen wir hier so ein Ding hin. Dann machen wir hier aber einen Boarding Track hin. Und dann sollte das System schon funktionieren. Meiner Meinung nach. So. Na toll. So, und das noch schnell hier. So. Und dann können wir theoretisch. Ja, genau. Das erstmal abreißen. Das auch. Und machen hier einfach Dreck rein. Und vielleicht einen. Hier sowas. So. Ach, genau. So ein Schwachsinn. So. Und dann können wir uns das Brückchen hier eigentlich aufsparen. Und theoretisch dürfte er jetzt hier drin. Ja, es blinkt. Also schreibt er das alles schön da drauf. Wunderbar. Dann können wir hier eigentlich uns dieses Ding hier. Heilige Mutter Maria. Junge, Junge. Okay, das funktioniert nicht so. Warum
Warum denn nicht? Also, in Stack Mode will der nicht. Also, der will das wirklich hier alles einzeln rausziehen. Okay. Andere Lösung. Das passt schon so hier. Na komm. So. Da kommt hier ein Importbus und eine Heiland, zack. Dann machen wir das hier. So, dann machen wir das hier. So. Ja. Eine Chest soll mal genügen. Und dann sagen wir dem Jodel hier halt Stack Mode. Ja. So. Na, dann können wir hier im Endeffekt auch alles reinschmeißen, weil der packt es dann immer an den richtigen Ort. So. So, das kann dann auch alles hier rein. Sehr schön. Du darfst ruhig weiterfahren. So. Dann musst du wieder weg. Und dann kommt hier für eine normale Schiene hin. Sehr schön. Und dann hopfe ich das jetzt mal weg hier. Wird das ja hier im Endeffekt überflüssig. So. Und dann brauchen wir hier ein bisschen Gravel. So, ein bisschen Erde. Weil dann, wenn wir das kleine Ding hier korrigieren. So. Wenn wir schon bei Korrekturen sind. Machen wir gleich weiter. So. Und so. Ja, sehr schön. Das kann dann da rein. Das hier wandeln wir mal kurz um. Dann darf das auch hier rein. Das darf rein. So. Sehr schön. Dann hält der hier praktisch an. Und wir brauchen nicht mal bis da hinten hin. Und theoretisch, ja, jetzt haben wir ein Problem. Och, junger Vater. So. Bis wir das andere mit anknuddeln, machen wir hier auch so einen Boarding Track hin. So, dann kann der Zug auch wieder schön zurückfahren. Weiß nicht, was der jetzt hier noch hat. Also wird nicht gerade, ist nicht gerade wenig, was der jetzt hier gesammelt hat. Ja, hier ist noch, fällt noch einiges an. Da ist auch schon leer. Ja, er hat's fast. Und hier hinten die Farm haben wir ja erstmal an dieses ME-System mit angeknuddelt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt so lasse. Oh shit. Ist die überhaupt in Betrieb? Ja, ja, die erntet fröhlich. Da sollten wir auch genug Kürbisse und gerade diese Walnüsse kriegen für das Seed Oil. Das entleert sich hier wieder schön. Das wird hier gleich eingeräumt. Gut.